Robert and I were in the cruise room, ripping at our stew in a feeble attempt to provide some normality. We sat in silence and thought upon Drake, mourning to himself from the bowels of the lighthouse. The mourning stopped as suddenly as the fall of darkness on a November evening. All was still, cold and dark. Also Robert und ich waren im Mannschaftsraum. Boah. Sipping at Aaron. Und sind halt dort gewesen und wollten ein bisschen Normalität zurückkriegen in die Situation. Sie saßen da in der Stille und haben über Drake nachgedacht. Ja gut, irgendwas mit dem Leuchtturm. Ich weiß jetzt einige die paar Schlagwörter nicht auswendig. Und das hat halt aufgehört, als plötzlich die Dunkelheit über sie kam, wie in einem Novemberabend. Alles war still, kalt und dunkel. Then we hear the footsteps coming up the lower stairs. There was something about the pace of those steps that made us shiver so. Robert and I did lost from the zoom with all based. Was? Haste and made for the bedroom. Robert was faster than I was. Son as if Lucifer himself were clawing at his back. I was not so quick and turned to face Drake as if my mind were not my own. Okay, dann hörten wir Fußstapfen. Sie kamen die Treppe, die unteren Treppen nach oben. Da war etwas in der Geschwindigkeit dieses Aufstampfens von diesen Fußstampfen, das uns zittern hat lassen, Robert und ich. Waren bereits fürs Bett fertig angezogen. Robert war schneller als ich. Als ob Lucifer persönlich ihn beobachten würde, glaube ich, soll das heißen. Oder krallen würde, keine Ahnung. Wir waren nicht so schnell und haben uns ins Gesicht von Drake, er hat sich ins Gesicht von Drake umgedreht, als wäre sein Hirn nicht mehr sein eigenes, sein Verstand. He was standing by the crew room. The light from the open doorway threw a ghostly hue over his grinning face. It was possible to see. Was heißt possible heißen? I stood transfixed for what seemed hours. I could not move. That's when it happened. Drake's face began to glow. Then his hands. Eventually all his being was aglow with a blinding white light. Was I...
I put, oder? The brightness burning into my soul. It cried out for me to join it. Then I heard a word, a name even, which was unfamiliar to me. Malakai. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Malakai. So. So schaut man es. Malakai. So. What could it mean? I must have passed out for the next thing I knew. Robert was slapping my face and calling my name. I was propped up in bed and feeling... Wenn man das Feeling heißt, was, dann müsste das da oben... Felt. I felt the brightness. Ah ja, okay. Feeling most the worst for was. A thoroughly wretched sensation. The main dresses was pushed up against the door as a barricade. Robert must have acted fast. I feel I owe him my life. Okay, also er stand am Gemeinschaftsraum. Das Licht von der offenen Tür erschien geisterhaft über sein grinsendes Gesicht. Es war, ich sage jetzt mal, schauerlich anzusehen. Ich stand da gebannt für als wären es Stunden und konnte mich nicht bewegen. Das war der Zeitpunkt, als es passierte. Drakes Gesicht fing an zu glühen, dann seine Hände. Eventuell war er vollkommen nur noch ein glühendes weißes Licht. Ein blendendes, glühendes weißes Licht. Ich fühlte die Helligkeit brennen in meiner Seele. Die Seele schrie. Na, it cried. Ja doch, sie schrie aus mir raus, es da rein zu wollen, irgendwie sowas hinzuzufügen, keine Ahnung. Dann hörte ich ein Wort, ein Name vielleicht, das mir unbekannt war. Es hieß Malakai. Was könnte es bedeuten? I must... Ich musste ein Aussetzer gehabt haben. Wie ist es? Ich weiß mit Black, keine Ahnung. Schwarz vor Augen oder sonst was, ein Aussetzer einfach. Das nächste Ding, was er wusste, war, dass Robert ihm in sein Gesicht klatschte und seinen Namen sagte. I was propped up in bed. Er war im Bett, glaube ich, und fühlte sich sehr schlimm. Den nächsten Satz kann ich fast gar nicht. Ja, eine ungewohnte Situation oder irgendwie sowas. Die Hauptkleidung wurde mir ausgezogen. Ach, der sitzt nur noch in Unterwäsche da. Und das war ihm peinlich oder irgendwie sowas. Und sein Hauptgewand war. Was? The main dresser was pushed up against the door. Ah, nee. Warte, der Main Dresser, der. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber es muss scheinbar irgendwas Schweres gewesen sein, dass er gegen die Tür gelehnt hat, als Barrikade. Robert muss schnell reagiert haben. Ich glaube, ich verdanke ihm mein Leben.
With time my mind cleared and Robert and I began to make our plans. Spivey it is due to make his week's delivery in the morning. Spivey war doch der Typ, der uns abgeholt hat. We will signal him from the window and warn him of the danger. He can fetch help. He must help us. He may be our only hope in this. Okay, also mit der Zeit wurde der Verstand klarer. Robert und ich fing an, Pläne zu schmieden. Der Spivey, der kommt gewöhnlich morgens. Due to this. Ja, der kommt für gewöhnlich diesen Morgen, um die wöchentliche Lieferung zu bringen. Wir werden ihm vom Fenster aus signalisieren, dass Gefahr droht. Er muss uns einfach helfen. Er kann uns helfen, er muss uns helfen. Vielleicht ist er unsere einzige Hoffnung. Wait, I can hear the footsteps again. They are climbing the stairs. Warte, ich kann die Fußstapfen schon wieder hören. Sie gehen die Treppe nach oben. Oh Lord, oh my love. I fear he will gain access. Oh Lord, also oh mein Gott, glaube ich, oh meine Liebe. Ich glaube, er wird Zugang bekommen. That light, that blinding light, it is under the door. Dieses Licht, dieses blendende Licht ist unter der Tür. Okay. Da haben wir nichts. Hier unten vielleicht. Okay, der hat uns gerade was erzählt, glaube ich. Keine Ahnung, habe ich nicht richtig verstanden. Nur, dass es zu spät war. Thor, three men dwell on Flannan Isle to keep the lamp alight. As we steered under the lee, we caught no glimmer through the night. Kann es sein, dass es ein Gedicht ist? A passing ship at dawn had brought the news and quickly we set sail to find out what strange thing might ail. The keepers of the deep sea light. The winter day broke blue and bright with glancing sun and glancing spray, while o'er the swell our boat made way, as gallant as a gull in flight. But as we neared the lonely isle and looked up at the night height and saw the lighthouse towering white with blinded lantern that all night had never shot a spark. Das ist wirklich ein Gedicht. Ist das ein Flecker vom Bildschirm? Nein, ist vom. Das hier ist Flecker vom Brief. Dachte schon, das wäre auf meinem Bildschirm. Okay. Gut, das ist jetzt ein Gedicht. Gedicht würde ich jetzt nicht unbedingt übersetzen wollen. Oder ich mach's doch trotzdem. Wir dachten, drei Männer sind auf Flannan Isle. Das Licht anzuerhalten, am Leben zu erhalten. Als wir unter dem Licht steuerten, glaube ich, kein Glimmer kam durch die Nacht. Ein Schiff, das vorbeikam und brachte die Nachrichten und schnell setzten wir die Segel, um herauszufinden, was komisches geschehen war mit den Wächtern des Tiefseelichts. Der Wintertag kam blau und groß und schnell oder groß, irgendwie sowas.
Mit glänzender Sonne und glänzendem Spray, hä? Weil über dem Schwelle unseres Bootes macht mir den Weg, als würden wir fliegen. Okay. Das ist irgendwie sehr gut. Das ist echt krass, das ist, was ich hier für ein Schmarrn erzähle. Bloß weil das englische Text ist. Mein Englisch ist echt scheiße. Ich mag Englisch auch nicht, muss ich gestehen. But as we neared the lonely isle and looked up in the night. Ach, ich sollte. Ich vorgelesen habe ich das schon, ich muss sie übersetzen. Aber als wir uns der einsamen Insel näherten und der nackten Höhe auf den hochsahen, sahen wir den Leuchtturm weiß schimmern mit blinden Laternen die ganze Nacht. Hat's nicht einen Funken geschossen. Irgendwie so. And still too mazed to speak, we landed and made fast the boat and climbed the track in single file, each wishing he were safe afloat on any sea, however far, so it be far from Flannan Isle. And still we seemed to climb and climb, as though we'd lost all count of time, and so must climb for every more. Yet all too soon we reached the door, the blacksome blistered lighthouse door, that gaped for us ajar. Gott. Und immer noch zu verrückt zu sprechen. Nee, Matt war verrückt. Ich weiß nicht, was Mace heißt. Aber immer noch zu irgendwas zum Sprechen landeten wir auf der Insel und schnell mit dem Boot und was denn? Climbed the track in single file und erklammen es in einem Sprung so ungefähr. Jeder wünschte sich, er wäre sicher. Auf jeder See, wo immer auch das war, wie weit auch entfernt. So er mu musste er weit entfernt von Flannan Isle sein. Und wir waren immer noch am Klettern und Klettern.